Hallo Leute, es geht heute weiter mit dem Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein bisschen was zu tun, denn dieses Auto hat ein paar mehr Probleme. Pause hatte gerade Probleme mit dem Motor. Filter müssen ausgewechselt werden. Das ist ja relativ klar. Das wissen wir schon. Wechselt das Öl und Ölfilter aus. Auch die Sache ist relativ easy zu erledigen. Ölfilter brauchen wir ja neu. Motor hat keine Leistung. Probleme mit den Bremsen. Und die Abgasanlage ist defekt. Gut, gucken wir erstmal, was wir so am Motor finden. Halt. So. Fangen wir mal an, weil hier sind ein paar Sachen mehr. Diesmal ist es kein Kampagnenauto, diesmal ist es ein normales Fahrzeug. Aber wie gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hingebastelt. Jo, kriegen wir hin, auf jeden Fall, klar. So, jetzt nehmen wir erstmal das Ding hier auseinander. Und Sarah, da ist schon ein bisschen was mehr. Steuergehäuse. Ja, Steuergehäuse können wir leider noch nicht ausbauen, weil da ein paar Sachen noch zu viel sind. Unter anderem. Warte mal, komme ich da überhaupt so ran? Das ist eine große Frage, ne? So, Kaisin, okay. Okay. Warte mal. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht hinkriegen würden. Da ist unten ein Filter am Arsch. Aber das wissen wir ja mittlerweile. Stopp. Da muss erstmal. Oh, warte mal. Wir können es ja anders machen. Wir können ja gucken, ob wir die Diagnose stellen können. Da brauche ich nicht suchen. Steuergerät. Cool. Ich glaube, dann haben wir sogar alle Teile, oder? Na, nicht ganz. Nicht ganz. Ein paar Teile haben wir. Keilriemen, Abgaskümmerabdeckung. Und die Zylinderkopfhabe. Oh, egal. Können wir schon um. Müssen wir dann doch ein bisschen mehr suchen. Die Frage ist, wie viel. Schön ist da drunter noch ein paar Teile, die. Ja, dafür sind es nicht. Da sind gar nichts eigentlich. Aber ich weiß, was hier oben ist. Weil da muss nämlich noch was raus. So, dann nehmen wir hier die Lockwelle raus, wenn wir dürfen. Dürfen wir. Ist aber nur die eine, oder? Klar, links war noch irgendwas. Da ist noch ein bisschen was. Steuergerät. Hydroaggregat ist ausgebaut. Ich kümmere mich gleich um die Thema. Gucken wir mal, ob wir halt alle Teile haben. Bis auf eins. Bis auf 1. Also, dann gehen wir die Karre mal an. Setzen wir die kurz hoch. Da sagt er ja gerade, mit der Abgasanlage ist ja noch ein Problem. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir. Dann habe ich auch schon das Problem gefunden. Nämlich der Mittelschalldämpfer, den hat es zerrupt. Naja, kein Problem. Kommen wir hin. Haben wir schon raus. Teil. So. Gut, gucken wir mal da. Es fehlt noch ein Teil immer noch. Fehlt noch ein Teil. Aber sonst haben wir alles. Viel ist es nicht. Viel wird es auch nicht sein. Aber gucken wir mal. Ein Teil fehlt noch. Da ist noch ein Filter, der durch ist. Das ist klar. Den müssen wir auch noch tauschen. Den nehmen wir auch raus direkt. Wo könnte das sein? Da oben ist noch irgendwas. So. Da ist auch irgendwas, was. Kaputt. Kaputt. So. Gut. Nee, oder? Fahrzeuginfo. Ah, die Filter haben wir jetzt gerade schon raus, ne?
Ja, Ölfilter, klar. Kraftstofffilter war das? Ja. Aber wie gesagt, nach wie vor haben wir noch nicht das Problem gefunden, was es, woran das liegen könnte. Oh, warte mal, jetzt will ich das alles ausbauen. Sind das die Zündkerzen vielleicht? Oder liegt das Problem wieder etwas anders? Check mal gerade die Zündkerzen, ob das der Fehler war. Okay, der ist es tatsächlich nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann nehmen wir es mal den anderen Kummer raus. So. Kraftstoffverteiler. Zylinderkopf sagt jetzt gerade, der ist es nicht. Abgaskammer. Warte mal. Dann ist hier unten wahrscheinlich irgendwo noch ein Problem. Turbolader-Probleme. Ja, es wird Zeit, dass wir die dritte Hebel wieder. Wie gesagt, da müssen wir noch ein Level. Müssen wir ein Level noch aufsteigen. Anlasser. So, dann nehmen wir das mal kurz hier raus. Ist das hier das Ding? Das ist der Anlasser tatsächlich. Also sieht schon so aus, als wäre da irgendwas dran, aber vermute ich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Der Motor hat keine Leistung. So. Wo könnte es das Problem liegen? Ja. Servopumpe. Ist es nicht. Der Motorblock muss raus. Ja, da liegt das Problem wahrscheinlich unten irgendwo. Also ich nehme jetzt erstmal das Thema mit dem Motor an, bevor ich jetzt anfange, die Bremse zu gehen. Deswegen wundere ich euch nicht, dass die Räder noch dran sind. Getriebe. Warte mal, hier hinten ist irgendwas rot, ne? Natürlich nicht. Ja, okay. Dann muss ich tatsächlich wohl doch das. Muss ich doch wohl die Ölwanne rausnehmen. Ich muss ja. Oder muss ich Öl machen, oder was? Ja. Gut, dann machen wir das sowieso, weil ich muss eh ran. So. Öl bewegen. Erste Hebebühne. Und dann schmeißen wir erstmal auch erstmal das Öl raus. Blub, blub, blub. Ah, das ist ein bisschen was mehr drin vom letzten Auto. Gerät bewegen. Zurück. Okay. Dann kann ich mich jetzt die Ölwanne einfach zu demontieren. Okay. Weiter geht die Reise hier. Bei Lagerdecke weg. Ja, die Frage ist, was ist das Problem? Das ist wahrscheinlich wieder total was Einfaches, wo ich jetzt ewig dran suche. Warum? Kann doch bestimmt irgendwie nur wieder irgendwas sein. Das ist bestimmt im Getriebe. Mit Sicherheit. Bevor ich jetzt anfange, hier unten weiterzumachen, haue ich erstmal kurz das Getriebe raus. Das ist nämlich hier auf der Seite. Die Bremse muss ich ja sowieso. Ich balanciere jetzt erstmal die rechte Seite komplett leer, damit ich da irgendwie weitermachen kann. Aber nicht raus, weil Radlager sagt auch noch, ich bleib noch hier. Jetzt kann die Radlager raus. So, gut. Weiter mit dem Spurstock raus. Warte mal, ich muss ja weit. Halt. Das hat man ja schon mal das Thema mit der Koppelstange. So.
Raus damit. Weil leider kann ich nicht ans Getriebe ran. So, jetzt hoffe ich, dass ich im Getriebe bin. Antriebsfälle. Nein, nein. Ich kann jetzt noch nicht ans Getriebe. Also ich rate, ich muss natürlich erstmal die andere Seite wieder auseinanderbauen. Also doch. Gut, dann lassen wir das erstmal so stehen, wie es ist. Und machen wir hier mal weiter. So, Bremsscheibe. Radlager weg. Radnabe weg. Gut. Da gucken wir mal. Ja, jetzt kann die Antriebswelle raus. Dann gehe ich jetzt auf die andere Seite und baue das Getriebe weiter aus. Wenn ich dann mal darf. Ja, tut es. Okay, hier ist scheinbar noch gerade alles in Ordnung, aber es kann auch da drunter liegen. Auch hier nicht. Auch hier nicht. Eine Kurbelwelle. Oh. Okay. Das ist immer noch nicht da, ne? Okay. Aber wo könnte es denn ein Problem liegen? Ja, ich habe eine kleine Vermutung, was es sein könnte tatsächlich jetzt gerade. Warte, jetzt muss ich da ran. Weil meine Vermutung ist, dass dieses Pleuel irgendwas, das ist. Warte mal. Ist da noch irgendwo, fehlt da noch irgendwas? Warte mal. Kannst du mal keine Karo runtersetzen? Oder? Nee, es ist auch nicht. Das ist einfach gewesen. Warte mal. So, dass man die Dinger hier rausnehmen. Aber das würde mir. Wäre nur ein Teil. So. Auch das nicht. Es ist halt ein Teil, ne? Was noch so fehlt. So, jetzt kann ich die Kurbelwelle ziehen. Warte mal. Wenn ich denn darf. So, Kurbelwelle raus. Flammrohr raus. Und dann könnte der Motorblock gehen. Wenn ich dann darf, wie gesagt, nochmal. Ich klaue jetzt erstmal dem. Warte mal, das ist mal wirklich wäre der Luftfilter. Wenn der so total verschlissen ist, weiß ich nicht, ob der Motor dann trotzdem keine Leistung hat. So, so. Immer. Raus. Man war sicherer. Ja, Siri, das. Glaubt der Luftfilter war's. Nein, ist es nicht. Schade. Na gut, der muss auch trotzdem raus. Aber es ist halt mal noch irgendwas anderes. So, jetzt hoffe ich, dass der Motor blockieren kann. So, und jetzt hoffe ich, dass der... Das ist immer noch nicht der Motorblock. Sicherlich. Ich würde sagen... So. Okay. Es ist jetzt kein Motor mehr drin. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Bremskraftverstärker aber raus. Ne? Auch nicht. Oh. Okay. Dann ist es sowas mit dem Heck. Aber was könnte das sein?
Das könnte es doch sein. Schalldämpfer? Nee. Oh, was könnte es sein? Der Motor hat keine Leistung. Der Motor ist raus. Vielleicht. Da unten ist nämlich noch ein Rohr. Vielleicht ist es dann doch noch irgendwas im... Abgasanlage. Cut vielleicht. Auch nicht. Ha. Abgasrohr. Endschalldämpfer. Auch nicht. Puh. 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 Hinterachse vielleicht? Der Hinterachsträger. Auch nicht. Vermutlich. Weiß ich nicht. Ja, Kraftstoffpumpe vielleicht? Auch nicht. Ja, ich hab fast alles raus mittlerweile. Irgendwas muss es sein. Ja, was? Ich mach jetzt weiter. Ich spiele das Spiel jetzt weiter. Ich hau das Fahrwerk jetzt komplett raus. Irgendwas muss es sein. Was anderes bringt jetzt nichts. Ich hab jetzt vorne alle. Was könnte es sein? Meine Mutter keine Leistung hat. Vorne habe ich auch noch ein bisschen was drin im Fahrzeug. Oh. Sein Front. Was könnte es sein? Wenn der Motor keine Leistung hat. So, mal raus da mit dem Ding. Spurstange weg. Lenkgetriebe. Darf noch nicht komplett. Weil noch ein Teil fehlt. So. Dann geht da jetzt erstmal stabil raus. Batterie vielleicht? Ja! Geil! Das sehe ich die ganze Zeit und es funktioniert nicht. Okay, liebe Leute, wir haben alles tatsächlich. Bis auf der... Nein, der fehlt eine... Motor, der hat immer noch keine Leistung. Der Motor hat immer noch keine Leistung. Ich denke, mit der Flickgetriebe. Aber was ist es? Aber der Motor keine Leistung hat, das ist halt blöd. Ah, was könnte das doch sein? Weil so viel bleibt jetzt nicht mehr übrig, ne? Ich klappe jetzt weiterhin alles raus, aber ich... Ah, diese scheiß Lagerbuchsen. Die vergessen sich gleich wieder. So. Ich mache jetzt erstmal alles raus. Da mache ich einen Break. In der nächsten Folge bauen wir wieder... Machen wir den ganzen Mist wieder zusammen, weil ich heute ein bisschen was weniger machen will an Zeiten. Weil ich gerade ein bisschen im Zeitdruck bin. Das wäre dann quasi... So, jetzt haben wir einmal komplett das Fahrwerk vorne weg. Weiter geht's. Ah. Oh, wieder runter mit der Karre. Jetzt haben wir doch nicht wieder das Luftfiltergehäuse. Nehmen wir mal raus. Okay, gefunden, der Fehler. Gut, wir haben alle Teile. Gut, fangen wir an. Bauen wir die Karre wieder zusammen, liebe Leute. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben 17, 18 Minuten jetzt gemacht.
Ja, wir müssen bestellen, wir müssen das Teil wieder zusammenbauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns wieder in der, ja, wie gesagt, nächsten Folge, klar. Bis dahin. Und tschüssi.